brauchten nichts anderes als uns Jungs und einen Ball. Es kam dann schon mal vor, dass man mit einem offenen Knie nach Hause gekommen ist. Mir wurde zu keinem Zeitpunkt suggeriert, dass ich jetzt jemand bin, der ein unfassbar großer, geiler, krasser Kicker ist. Ich konnte nichts richtig machen, ich war immer schlechter als die anderen. Ich war immer schon jemand, der an eine zweite Chance geglaubt hat. Da bin ich einmal in zwei Teile gebrochen.